Schönen guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Wir begrüßen Sie in der Regionalbahn 84 mit der Zugnummer 21672 auf der Fahrt von Lübeck Hauptbahnhof nach Kiel Hauptbahnhof und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt ist dann in Kürze Bad Schwartau. Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Train Simulator Classic. Heute sind wir unterwegs mit der Baureihe 648, der Lind 51, von Kiel nach Lübeck Hauptbahnhof. Und ja, ich würde sagen, wir fahren aber nur ein Stück, weil sonst dauert das Ganze hier über eine Stunde. Ich glaube nicht, dass sich das hier jemand über eine Stunde reinziehen wird, das Video. Ja, genau. Ich dachte mir, wir fahren einfach mal Train Simulator, weil auch mal ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall. Nicht nur immer nur OMSI oder so. Und genau. Sehr geehrte Fahrgäste. Die Regionalbahn Schleswig-Holstein begrüßt Sie recht herzlich auf dieser Zugfahrt. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. RB 84 nach Kiel Hauptbahnhof. Nächster Halt Bad Schwartau. Ja, wie gesagt, also, dass nicht nur OMSI-Videos kommen und so, ja, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Ja, das Ganze ist der RB 84. Das Ganze ist ein DLC, Quatsch. Sag ich mal, ein kostenloses Szenario. Gibt's bei Railworks kostenlos, wie gesagt. Oder Rail Traction, wie auch immer. Dazu benötigt ihr allerdings, wie gesagt, hier den Rail Traction Lint. Ja. Genau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir gleich hier rotes Signal. Das ist irgendwie weil komisch. Weil eigentlich macht das keinen Sinn, weil wir haben freie Strecke. Jo. Läuft, läuft. So, jetzt haben wir vorne rot natürlich, ne? So, wenn ich das gleich, das habe ich irgendwie jedes Mal. Wenn ich gleich Anforderungen gebe, dass man rüberfahren darf, steht ja da, dass das bestätigt worden ist. Nur trotzdem, wenn man dann drüber fährt, wird man trotzdem, kriegt man trotzdem eine Zwangsbremsung, obwohl die beiden weißen Signalleuchten leuchten, damit man das darf, also auf Rangierfahrt. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ja, Junge, ich stehe noch gar nicht mal drüber. Mann, 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 hier ist erst der PCB-Magnet. So. Genau, Genehmigung zu überfahren, das Haltzeigesignal erteilt. Leuchtet da gleich zwei weißen Lampen. Eigentlich. Gut, diesmal nicht, alles klar. Aber wundert mich auch nicht, weil ich wundere das schon gar nicht mehr, dass hier ob das funktioniert. So, fahren wir langsam mal drüber und gucken, was passiert. Ich gehe von aus, er wird wieder eine Zwangsbremsung bekommen. Oh, tatsächlich nicht. Wow. Gut, dann geht weiter die wilde Fahrt. Ja, wie gesagt, das Ganze ist hier der RB, also der die Regionalbahn, das heißt, wir halten überall. Es gibt auch nochmal den RE83 hier für die Strecke, für Kiel-Lübeck, da haben wir keine Ahnung, ich glaube, eine 4 Halte, wenn überhaupt, 4 Haltepunkte. Und selbst da fährt man eine Stunde, also das ist schon krass. Also muss man hier theoretisch dann, denke ich mal, so eine Stunde 20, Stunde 30 fahren. Das ist schon echt krass, finde ich. Ja, für den Stream kann man es ja mal machen, so, ne? Aber als Let's Play, ich meine, hier der Philipp LP hat das ja gemacht. Über eine Stunde Let's Play gemacht. Total geisteskrank. Ja. So. Bad Schwartau. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Oh, jetzt haben wir Bad Schwartau da vorne unseren ersten Halt. Ja, ihr wundert euch auch bestimmt, wieso keine Train Simulator Videos mehr kommen, also ja, weiß nicht. Man muss schon sagen, Train Simulator ist schon ein bisschen ein Ticken besser, wenn man die vernünftigen Fahrzeuge hat, sag ich mal.
Ist ja schon ein bisschen cooler hier wie der Lind. Das ist auch. Ich meine, klar, es gab ja jetzt, glaube ich, die Niedertalbahn oder wie es heißt, was da rausgekommen ist. Bei Trains of World 3. Das sah ja alles nett aus, alles schön. Aber ich sah, das kostet alles viel zu viel Geld mittlerweile, also. Ey, das ist. Muss man nicht haben. So, wie halt machen wir hier? So, auch damals wieder ein rotes Signal, aber ich glaube, da konnte man eigentlich einfach rüberfahren. Das sollte funktionieren. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, selbst wenn ich ja hier die Genehmigung hole, selbst dann bekommt man jetzt hier eine Zwangsbremsung. Ja, oh Leute, das ist doch zum Kotzen, ey. Mann, ey. Warum regt man die rote Signale? Ich meine, wenn ein Zug kommen würde, wäre es ja alles normal, ja, aber hier, da kommt einfach keiner. So blöd gemacht. Verstehe ich auch echt nicht. Oh, ich muss mir vielleicht mal noch Kiel Updated runterladen. Vielleicht sollte dann das Ganze dann da funktionieren. Ich weiß es ja nicht. So, es müsste glaube ich auch erstmal das letzte rote Signal sein. Dann kommt es wahrscheinlich gleich wieder. Jetzt nämlich nicht. Jetzt könnte man drüber fahren. Naja. Aber auch hier vorne muss man aufpassen, weil hier ist eigentlich eine 40er Begrenzung, die halt nirgendwo so vermerkt ist. Das heißt, man darf hier nur mit 40 drüber fahren. Wir sehen, unten steht jetzt auch 120 und gleich ploppt dann auf einmal die 40 auf. Ja, das ist überhaupt nicht lebensgefährlich, ne? Wenn das die Standards wären. Wäre schon echt krass. Weil jetzt zweigen wir nämlich ab Richtung Kiel. Richtung Lübeck, ja doch, Lübeck. Jetzt haben wir nämlich nur noch eingleisig gleich. Genau. Ah, nochmal die Seefahren machen. Ne? So. Wir haben 110 km/h. Wenn wir gerade an der 11 an der Tafel erkannt haben. Genau. Ihr könnt es ja schon sehen, unten 120 km/h kommt dann gleich wieder. Ja. Ja, ich habe auch übrigens den Grafik-Shader runtergeladen. Auch das gibt es bei Railrocks. Da kann man sich das alles runterladen. Einfach mal Shader Train Simulator eingeben und dann kommt das eigentlich auch schon direkt. Das macht das dann alles automatisch im Spiel. Und ja, sieht eigentlich relativ in Ordnung aus, sage ich mal, jetzt von den Farben her. Ich finde es schick so. Und ja. So, 120 dürfen wir jetzt fahren.
So, hier fehlen jetzt natürlich die Pfeiftafeln, weil hier updated hätten wir die dann. Bei diesen unbeschränkten Bahnübergang. Würde ich sagen, fahren wir jetzt noch bis zu diesem Bahnhof und dann beenden wir eigentlich auch schon das Let's Play, weil das sonst halt wirklich echt viel zu lange ist. Und ich sag mal so, ich habe es ja mal geschrieben, so viel Zeit habe ich momentan nicht. Zum Beispiel diese Woche, da ich in Schichten arbeiten gehe, habe ich Nachtschicht und ich habe halt keine Lust hier den ganzen Tag dann irgendwelche Videos zu verbringen. Tut mir zwar echt leid, aber immer dieser Früh-, Spät-, Nachtschicht-Rhythmus, ich werde irgendwann möchte halt auch meine Ruhe haben, so. Ist ja, denke ich mal, hoffentlich verständlich. Und ja, wie gesagt, aufgeben werde ich das mit diesem Kanal jetzt natürlich nicht, weil das wäre schon ein bisschen traurig, sage ich mal. Nur ich versuche schon mindestens alle 5 bis 6 Tage Video zu machen. Ich habe mich auch mega gefreut, wo bei den MAN Video bei umsieht, dass das über 1000 Aufrufe gemacht hat. Auch dafür einen recht herzlichen Dank. Das fand ich echt super. Ich meine, dass das ein paar Aufrufe macht, das war mir schon klar, aber ich finde es echt gut, dass es doch dann so gut ankam. Muss man mal sagen. Und ja. Schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr mal so sehen wollt. Es muss ja nicht immer nur Omsi sein, wie gesagt, Bussimulator 21. Gut, das eine Video hat jetzt nicht so viele Aufrufe gemacht. Aber vielleicht wollt ihr ja mehr von Train Simulator mal sehen. Ey, ich sag mal so. Privat alleine zocke ich das eigentlich auch relativ oft eigentlich. Sehr gerne. Nächster Halt, Parnsdorf. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. So, ab hier haben wir 60 km. Parnsdorf. Ja, wenn wir zum Beispiel mit den RE83 fahren, wenn wir, das habe ich auch noch drauf, würde uns im Prinzip immer hier der Gegenzug, würde uns immer erwarten. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ich hoffe, ihr fährt einfach keine KI, weil ich das Pack nicht habe. Dieses Zugpack. Ja. So, genau, würde ich sagen, beendet man hier, wie gesagt, das Let's Play in Parnsdorf. In der schönen holsteinischen Schweiz, wie man es auch sagt. Ja, genau. Würde ich sagen, lasst euch ein Abo da, einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.